Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin heute zu Besuch beim Rico Bremseklöten. Die Familie Bremseklöten stellt in der 8. Generation handgemachte Ü-Ü-Ühren aus dem Erzgebirge her. Und diese Tradition, die setzt der Rico Bremseklöten fort. Glück auf. Glück auf. Grüß dich. Grüß dich. Glück auf. Glück auf. Rico, du machst das ja alles ganz alleine. Wie lange baust du an so einer Ü-Ü-Uhr? Inklusive Ü-Ü? Inklusive Ü-Ü. Das kommt drauf an. Für eine kleine Ü-Ü-Uhr brauche ich ein Jahr. Für eine große Ü-Ü-Uhr brauche ich 5 Jahre. Ganz große mache ich nicht, habe ich kein Ü-Ü für. Klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Ja, stimmt. Was mich jetzt interessieren würde, die Ü-Ü's. Ü-Ü's? Ja, wo kommen die her? Sind die auch aus dem Erzgebirge? Ja, wir verwenden ausschließlich Materialien aus dem Erzgebirge. Zeiger, Zifferblätter, Ü-Ü's, alles aus dem Erzgebirge. Die Ü-Ü's auch? Ü-Ü's auch. Alles aus dem Erzgebirge? Alles aus dem Erzgebirge. Zeiger auch? Zeiger auch. Toll. Ich muss ja sagen, Rico, also die Ü-Ü-Uhren aus dem Erzgebirge, die erinnern mich ein ganz kleines bisschen an die Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald. Was sind für Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald? Na, die aus dem Schwarzwald, die Kuckucksuhren. Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald sind wir nicht bekannt. Also die Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald, die sehen genauso aus wie die Ü-Ü-Uhren aus dem Erzgebirge. Nur kommt da halt ein Kuckuck raus und kein Ü-Ü. Und er macht dann auch nicht Ü-Ü, Ü-Ü, sondern Kuckuck, Kuckuck. Sie müssen mich entschuldigen, ich muss den Ü-Ü füttern. Das ist ein lebendiger Ü-Ü. Selbstverständlich ist das ein lebendiger Ü-Ü. Wir arbeiten seit 51 Jahren ausschließlich mit lebendigen Ü-Ü aus dem Erzgebirge. Aber muss er nicht irgendwann mal raus? Darf er doch, zu jeder vollen Stunde. Toll. Und wo war jetzt der Ü-Ü? Der Ü-Ü aus der Ü-Ü-Uhr ist leider verstorben. Ich muss vermuten, dass die Fütterungsmaus verdorben war. Ja, dann kann Weihnachten ja jetzt kommen. Wenn Sie Interesse haben an den original handgemachten Ü-Ü-Uhren aus dem Erzgebirge von Rico Bremseklöten, dann schreiben Sie uns einfach unter www.weihnachten-mit-wolfgang-und-anneliese.tv/reportagen-mit-inga-balaskes/rico-bremseklöten/andere-art-von-kuckucks-uhr-bestellformular. Du, Rico? Ja? Sag mal, hättest du Lust, mit mir intim zu werden? Tut mir leid, ich bin lesbisch. Glück auf. Glück auf. Hallo, ich heiße Ottmar Zittlau. Kennen Sie das auch? Sie stehen am 26. Dezember extra früh auf, aber alle Weihnachtsbäume sind schon weg. Und der Dengelmann hat auch zu. Was nun? Nicht verzagen, Ottmar fragen. Einmal mehr gilt, selbst ist der Mann.